Herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch, quasi mitten in der englischen Woche. Die neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Trainer, wie stehen die Chancen? Hast du was gehört aus der Region Groß-Asbach? Ja, der Sportdirektor hat Kontakt mal aufgenommen und Patrick Funk hat ein Telefonat heute gehabt. Also ich denke, dass es bei 50-50 besteht, die Chance, dass wir spielen. Haben wohl auch den Platz geräumt und ich glaube, alles versucht, dass wir spielen können. Aber wenn wir spielen, denke ich, ist ähnlich, ja, ähnlich schwieriges Geläuf wie jetzt in Dortmund. Ja, wir wollen spielen, ja, immer eigentlich, aber es sollten auch natürlich vernünftige Bedingungen sein. Nach zwei Spielen mit einem Punkt, wie ist da die aktuelle Lage, wie schätzt du es ein? Ja, positiv, dass wir mal zu Null gespielt haben, ja, auch nichts zugelassen, dass der ein oder andere Spieler auch in der Defensive gut stand, dass wir mehr können, dass wir insgesamt ja, kein richtig gutes Spiel gemacht haben, das wissen wir auch wenn die Bedingungen auch schwer waren. Aber insgesamt muss man jetzt vielleicht auch mal zunächst mit einem kleinen Schritt zufrieden sein, mit einem Punkt, ja, mal wieder auswärts einen Punkt mitzunehmen, dann zu Null zu stehen, das tut uns trotzdem auch mal zwischenzeitlich mal wieder gut. Das haben wir längere Zeit nicht immer erreicht und ja, man muss vielleicht auch in kleinen Schritten jetzt wieder nach vorne denken, dass wir uns aus zwei Spielen mehr erhofft haben, ist klar, ja, aber es gibt aktuell genügend Beispiele auch in der ersten Liga, wo das auch nicht immer gelingt, dass Mannschaften sich viel vornehmen und am Ende dann doch wenig Ertrag haben. Und so geht es uns im Moment auch. Ja, wir müssen weiter hart dafür arbeiten, dass wir das Glück irgendwann erzwingen. Und dann kommen die Ergebnisse zwangsläufig wieder, glaube ich. Die VfB-Amateure, die ja in Groß-Asbach auf uns warten werden, was ist mit denen zu erwarten? Ja, die haben einen Auftritt jetzt in der Ferne in Kiel, haben sie einen Punkt mitgenommen, hatten dann auch Unterstützung von Profiseite, haben zwei Spieler gespielt, haben sich auch jetzt gefunden, haben Anfang der Saison Probleme gehabt, haben sich aber jetzt in die Saison richtig gut reingearbeitet und ja, ist ein guter Gegner mit sehr vielen guten Talenten und das weiß man, das haben wir jetzt auch erlebt. Dortmund hat auch viele junge, namhafte Burschen dabei und das ist eine schwere Aufgabe. Bist du froh, dass das Spiel erst am Sonntag sein wird, wenn es stattfindet? Ist also in der englischen Woche so ein Tag eine wichtige Relegationsphase? Ja, ist sicherlich ein Tag später besser für uns, aber ja, aussuchen kann man sich eh nicht. Platzverhältnisse können wir uns nicht aussuchen, die Spieltage können wir uns nicht aussuchen, sondern ja, wenn wir gefragt sind, müssen wir unserem Mann stehen. Alf Minzel hat gefehlt, wie sieht es mit ihm aus? Alf ist wieder im Training, allerdings noch eingeschränkt. Bei Beppo verhält sich so, dass er morgen leicht beginnen will. Ja, das ist auch ja, noch fraglich. Joe hat noch leichte Erkältung. Also wir haben da ein oder andere Spieler, da noch ein Fragezeichen dahinter steht. Aber bis Sonntag haben wir noch eine gewisse Zeit und ich denke, der ein oder andere stößt dann wieder dazu. Zeit für eure Fragen. Was ist denn eigentlich das Besondere an den VfB-Nachwuchs? Talenten jetzt auch, wenn man die mit anderen großen Vereinen vergleicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob da, jetzt hatten wir im letzten Spieltag Borussia Dortmund, ob es so viele Unterschiede gibt, aber aus der Vergangenheit war es natürlich so, dass sehr, sehr viele nach oben kamen und ja, ihren Weg dann in den ersten Ligen gemacht haben. Ja, da gibt es viele namhafte Beispiele. Aktueller ist jetzt auch wieder ein junger Spieler nach oben gerückt mit Baumgartl, der in der Hinrunde einige Einsätze hatte, der eigentlich noch A-Jugend spielen darf. Und Timo Werner ist ein Beispiel, wo A-Jugendspieler noch wäre, der bei der Zweiermannschaft schon ein bisschen Luft geschnuppert hat. Genauso Timo, die sich jetzt in der Bundesliga sich schon etabliert haben. Das sind doch Spieler, die dann über die Zweiermannschaft oder direkt über die Jugendmannschaften direkt den Weg dann Richtung Profimannschaft schaffen können. Und da haben sie in der Vergangenheit immer wieder einen guten Job gemacht, dann war zwischenzeitlich auch mal ein bisschen mehr Ruhe drin, aber ja, es schafft dann doch immer wieder der ein oder andere. Ja. Sind das auch die handelnden Personen, Marc Hille damals oder woran liegt das? Na, ich denke, das hat eine lange Tradition, das geht eigentlich schon ja, Jahrzehnte zurück, ja. Da wurde schon immer viel Wert drauf gelegt auf den Nachwuchs. Und da gab es viele, viele Trainer, die dort ihre Anfänge hatten, viele sportliche Leiter, die da ihren Teil dazu beigetragen haben. Ich selber habe auch das Glück gehabt, in Stuttgart zu spielen und auch meine ersten Trainerjahre verleben zu dürfen.
Und ja, ist ein interessanter Club und am Wochenende wollen wir trotzdem bei dem Club uns gut präsentieren und richtig was mitnehmen. Was muss denn jetzt noch genau passieren, damit man, ich meine, nach Niederlage dann unentschieden, wer ist eigentlich ein Sieg dran? Was muss dafür passieren auf dem Feld bei den Jungs? Ja, weiter dran ziehen, weiter viel investieren, weiter sich gut unterstützen. Ja, das, was ich eingangs auch gesagt habe, man muss irgendwann das Glück wieder zwingen. Und wichtig ist dabei, dass man nicht aufhört zu arbeiten, dass man einfach auch selber dran glaubt, ja, dass man weiß, dass man auch eigene Stärken hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die haben wir auch schon oft gezeigt. Und ja, wir warten auf ein Erfolgserlebnis, aber von alleine wird es nicht passieren, sondern wir müssen gute Arbeit verrichten, dann gelingt es wieder. Wie groß ist denn die Sorge, dass, wenn es diesmal nicht klappen sollte, dass die da oben zu weit weg sind? Ich meine, Abstand wird auch nicht gerade klein dabei. Ja, für uns macht es auch keinen Sinn, das sage ich ja immer. Zunächst zählt es für uns, den Anschluss herzustellen, da bleibe ich dabei. Und alles andere macht keinen Sinn, von irgendwelche anderen Ziele im Moment zu reden. Wir müssen schauen, dass wir überhaupt den Anschluss ein bisschen wieder herstellen. Und das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Aber wir haben auch noch einige Spiele vor der Brust und da müssen wir uns gut präparieren, dass wir da wieder ranrücken. Keine Fragen mehr, dann drücken wir uns erstmal selber die Daumen, dass das Spiel am Sonntag auch stattfindet und dann mit einem guten Ende für uns. Vielen Dank.